Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe super geschlafen und jetzt geht's los. So, ich mach mal. Blinker links. Geht. Blinker rechts. Geht. Bremse. Geht. Wunderbar. Also, jetzt ist es 10 vor 1, ne? 10 vor 1 und neues Deichselrad. Stützlass ist eingehalten. Hänger ist nicht überladen. Frau ist an Bord. Kind ist an Bord. Katze ist versorgt. Bremse ist gelöst. Handbremse gelöst. Ja. Wir melden uns vom Auto wieder und werde immer wieder mal berichten, wie es uns geht und was wir so erleben. Ja? Hallo, kleines Update. Wir haben die ersten 100 Kilometer hinter uns gebracht und haben soeben Sachsen-Anhalt passiert. Ansonsten ist nichts passiert. Wir kommen noch 600 Kilometer. Wir melden uns. Kilometer 136. Wir haben gerade die Elbe überquert, beziehungsweise Dessau, sind kurz vor Leipzig. Und die liebe Sandra hat festgestellt, dass sich die Plane ein wenig gelöst hat. Ja, erstes kleines Fiasko. Plane hat sich gelöst bei Kilometer 136. Wir melden uns. Hey. Diesmal hat Schatz falsch gelegen. Hätte ich nicht meinen Arsch drauf verwenden. Also so leicht. Ja, das war schon immer so gewesen, ne? Aber so leicht lassen die sich jetzt auch nicht lösen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Erster Stopp, wir sind in München. Wir haben es 7.04 Uhr. Wir haben durchschnittlich verbraucht 7,5 Liter. Sind 586 Kilometer gefahren. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 km/h. Ja, wir werden jetzt nochmal anhalten und einen Pickel kaufen. Und dann werden wir in Österreich hoffentlich gleich einreisen. München war super Stau, deswegen fahren wir jetzt durch München. Bis gleich. Kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt den Brenner passiert. Wir haben in Österreich nochmal den Tank richtig schön vollgehauen. Es ist Stau angekündigt in Italien. Ist sonst noch was passiert? Nö. Nö. Und jetzt muss ich erstmal ein Ticket ziehen. Ich sehe den Video flutscht hier. So, ab in den Stau. Ab nach Afi. Arrivederci Afi. Arrivi Afi. Hallihallo meine Lieben, es ist 15.30 Uhr. Wir haben 1032 Kilometer hinter uns gebracht. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 76 km/h gehabt. Wir hatten echt viele Staus diesmal. Wir haben 27 Grad, 28 Grad. Wir sind reine Fahrzeit 13 Stunden und 33 Minuten gefahren. Wir haben nur ganz kleine Pausen gehabt. Das heißt, wir haben insgesamt eine Fahrzeit von 14 Stunden und einen Keks. Eigentlich alles super geklappt. Wären die kleinen Staus nicht gewesen, wären wir echt in 12 Stunden hier gewesen. Jetzt geht's ans Aufbauen. Wir haben diesmal diesen wunderschönen schattigen Platz und
wie ein Falter aufgebaut wird, das kennt ihr ja aus dem letzten Jahr. Von daher melden wir uns, wenn wir alles fertig aufgebaut haben, ne? Alles klar. Dann. Tschüssi. Tschüssi. Das, du gar nicht mehr denken kannst. Ich freue mich jetzt so auf eine geile italienische Pizza. Und du? So. Du auch auf eine Pizza? Nein. Ja, jetzt ist es 19.30 Uhr? Nee, 20.15 Uhr. Oh, 20.15 Uhr. Wir sind jetzt angekommen. Wir haben grob aufgebaut. Jetzt nur noch die Elektronik rein. Ansonsten steht erstmal grob alles. Morgen kommt Feintuning. Morgen kommt Feintuning und die Familie. Nein, nur ein Spaß. Was ist Feintuning? Feintuning? Ja. Wir machen alles schön. Okay, meine Freunde. Bis ins Morgen.